Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und wir starten heute GTA 5 online mal richtig schön aus dem Busch, denn mich hat irgend so ein komischer verfolgt, der mich abgeknallt, da musste ich auch noch von den Cops wegrennen. Bullshit war das einfach nur. Dabei habe ich nur alles vorbereitet. Ah! Holy shit. Ich muss mir erstmal eine Karre suchen. Ich bin hier komplett irgendwie in der Wüste aufgetaucht, weil ich da zuletzt war und ich hatte gar nichts mehr. Nichts. Irgend so ein Typ hat mich gerammt. Bin aber nicht verreckt dadurch. Aufgestanden, dem voll mit dem Shotgun in die Birne geballert und dann. Oh. Halten wir mal irgend so ein Auto an. Ja, genau. Fahr mich über den Haufen. Dann komme ich schneller ins Krankenhaus. Schneller wahrscheinlich hier raus aus dem Kaff. Holy moly! Holy moly! Zack, gesessen, Hansa. Wir fahren jetzt erstmal wieder zurück in die Stadt und dann starten wir ein paar coole Rennen. Obwohl, hier haben wir so eine Stadt. Oh, Moment, haben wir ein Mountainbike-Rennen? Machen wir mal. Finde ich zwar furchtbar schrecklich, habe ich aber glaube ich noch gar nicht gemacht. Und natürlich, ihr habt es denke ich alle mitbekommen, Rockstar Games will jedem, der im Oktober den Online-Modus zockt, 500.000 geben, unterteilt einmal in 250.000 und nochmal 250.000. Wann das geschehen wird, weiß ich nicht genau. Mal schauen. Damit es nicht die Spielballons zerstört, wenn wir direkt 500.000 kriegen, wäre es auch ein bisschen mies. Also 250.000, 250.000. Das heißt, wir werden super, super schnell zu den ganzen Apartments kommen und zu den Garagen. Das sollte auf jeden Fall richtig, richtig cool werden. Und irgend so eine geile Karre können wir dabei auch noch abstauben. So, hier sind wir auch schon. Ich denke, niemand wird am Radrennen teilnehmen. Wirklich niemand. Ich trete irgendeinen Mist gerne bei, aber. Ich sag ja, es ist nichts zu machen. Punkt zu Punkt. Ah, klasse, können wir Motorräder sogar hier einstellen. Es sind sogar Motorräder. Da steht aber Radrennen. Na ja, gut. Gucken, ob jemand kommt. Wir machen es zur Not alleine. Ich sag's euch. Wenn es jetzt nicht irgendwie in der Auswahl drankommt, nimmt das uns keiner. Keiner. Wir fahren alle ihre komischen Autorennen. Und die fahren alle irgendwelche Team Deathmatches. Macht zwar überhaupt keinen Sinn. Knallen sich da gegenseitig ab. Aber alleine fahren ist blöd. Aber hey, kriegen wir dann richtig Kohle? Ich denke nicht. Achtung, du brauchst mindestens zwei Spieler. Ich sage, ja, das ist lame, das macht keiner. Macht keiner. Könntest du mal machen nach einem Job hier umgucken? Jobliste. Hey, mein Dicker. Bla bla bla. Bin ich dabei? Warum nicht? Ah, die Mission sollte relativ einfach sein. Machen wir mal. Na, machen wir nochmal. Gucken, wer dabei ist. Irgendjemand von meiner Crew online. Oh, holy shit. So ist gut. Crew ist immer zur Stelle. Boah, schon 40, das ist heftig. Dreadlocks don't have a thing to do with religion for me. It's because I'm a lazy one. Schön, schön. Noch jemand. Wir sind mittlerweile sogar 300 Mitglieder, was ich total unglaublich finde. Hätte ich nie mit gerechnet. Und noch jemand. Ihr seid ja echt die Besten. Ihr seid echt die Besten. Warten wir noch, bis die beiden beigetreten sind. Dann Lingo volle Kanne los. 300 Mitglieder. Ich habe nicht mal damit gerechnet, dass 50 von euch kommen. Sehr cool. Ich habe hier irgendwas eingestellt, legen wir einfach los. Erstmal wieder reinkommen. Das ist ja eine ziemlich lange Zeit her. Ja, ich kann es kaum erwarten, bis Rockstar die Kohle überweist. Oh mein Gott, dann geht's glaube ich erstmal richtig los. Brauchen wir uns nicht mühsam alles zusammensammeln. Hier muss direkt ein schönes Apartment kaufen, eine Garage dazu.
Sollte epic sein. Stiehl das Wohnmobil. Ich denke, die haben das alle schon gemacht, aber schön, dass alle mitkommen. Ihr seid echt cool. Da steht meine Karre, um Gottes Willen. Ich fahre bei irgendjemandem mit. Ich brauche eine neue. Yo, shit, ey. Fuck. What the fuck? Ich steig bei dir ein. Der hat eine coole Karre. NX-Pause? Go, go, go. Super cool, wie schnell wir das jetzt auf die Beine gestellt haben. So muss das auch sein. Ich muss noch nicht mal fahren. Ich bin gerade total freihändig. Wer hätte das gedacht? Ich war sowieso überall nur gegen. Aber ohne Mist, ich brauche eine neue Karre, ey. Das ist doch so ein richtig, richtig mieses Teil. Ich habe einfach nur das Auto genommen, was ich gerade hatte. Habe es umlackiert, weil ich es machen musste. Habe da einen Sender irgendwie dran bekommen und dann war es das. Irgendwo wird uns noch so ein episches Teil begegnen. Selbst wenn es dann zerstört wird, dann haben wir es immer noch danach. Hell yeah! Erstmal schön die Kamera wechseln. Ich liebe das so rumzugurken. Ich muss ja nicht fahren, da kann man sich ja sowas leisten. Wieder volle Pulle im Trevor-Gebiet. Irgendwas war doch. Wenn man zu lange in der Wüste bleibt, dann verliert man irgendwelche Punkte oder so. Weiß nicht mehr genau, da war aber irgendwas. Weg sind wir sind da. Oh ja, da wollte einer angeben. Da wollte einer angeben. So schön. Machen wir die Schweine fertig. Ich glaube, ich habe mittlerweile so viel Kohle, ich müsste mal wieder einkaufen gehen. Neue Waffen und so, aber ich muss dazu im Level ja aufsteigen, stimmt. Aber wir sind dabei, wir sind dran. What the hell, war ich nicht schon Level 10? Oh, und die anderen können hinterherfahren, das beschützen oder so. Komm schon, lass mich schießen. Haben keinen mehr. Oh, die Musik macht das Ganze noch spannender, ohne Mist. Ich komme mir vor wie in so einem 80er-Film irgendwie, ich weiß nicht, wo die da irgendwie im weißen Auto durch die Gegend rasen. Komische Musik im Hintergrund. Jesus Christ! Oh mein Gott, der hat mich was gekillt. Ich war in der Hölle. Genau, in der Hölle. Und, ich glaube, er hat eine Granate geworfen. Ich habe leider keinen. Keine einzige. What the fuck, ey? Warum ist keiner... Ich bin tot. What the hell? Er lebt, glaube ich, noch. Wo spawn ich jetzt? Im Wohnmobil, das wäre geil. Oh, wie lame, ey. Du musst mich aber nicht einsammeln, komm. Macht aber, glaube ich, trotzdem. Ah, da kommt einer vorbei. Schön. Alter, das war so lame. Wie präzise können die denn schießen? Oder sind das unsere Gegenspieler oder was? Glaube ich nicht. Weil das war übel. Normalerweise sollten wir stehen bleiben und den die Birne rausboosten. Oh, ich habe gar nicht mehr so viele Schüsse. Ich muss alles von meinem eigenen Geld bezahlen. Ja, wurde abgeliefert. Schnelle Mission. Cash in the bank. Was? 5000 gibt's dafür? Hey. Da bin ich doch immer wieder dabei. What the hell? Cool.
Daumen hoch, ihr seid die Besten. Level 40 schon. Oh, Top Fun 2 hatte ich noch nicht. Top Fun 2 war scheiße, kann ich mich erinnern. Moment. Nehmen wir mal Fallschirmsprung. Gucken, was die anderen wollen. Das ist so kacke gewesen, Top Fun. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da sitzt er doch in dem Jet, fliegt da durch die Gegend, durch die ganze Stadt und müsst dann halt jemanden ausschalten, der da irgendwie unterwegs ist in so einem Auto, meine ich. Nur, dass diese komischen Raketen anvisieren und nie treffen. Gut, es wäre auch ein bisschen kaputt, wenn die treffen würden, um ehrlich zu sein. Viel zu schwer für den, der da fährt. Und dann hinterher ballern mit dem Jet. Ja, dazu gehört schon so einiges. Oh, shit. Gut, dass ich das abgebrochen habe. Haha, da waren noch nicht alle dabei. Wir machen einen Fallschirmsprung. Diesmal darf ich mich nicht übernehmen. Beim letzten Mal, wo ich das versucht habe, bin ich voll gegen das Hochhaus gekrallt. Aber wirklich volle Pulle. So, alle sind da, wir legen los. Da habe ich mir so gedacht, okay, bisschen mehr Kraft reinlegen und dann geht das Ganze schon, aber oh, das war nicht so klug. Jawohl, hat wieder einer eine Maske. Wir müssen den Trend der Masken weiterführen. Was zu meinem Namen? Oh, ich kriege heute Nachrichten ohne Ende. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich setze mal wieder 100 auf mich. Ah, ich habe noch nie im Leben vom falschen Sprung gewonnen. Zweiter bin ich mal geworden. So, ich weiß gar nicht, Wasserkraft. Ich habe das noch nie gehabt. So. Hui. Und direkt ziehen. Denn wir müssen da durchfliegen. Oh Gott, ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Ich müsste direkt durchcrashen. Oh, ich hab den gerammt. Da tut mir aber richtig leid. Obwohl, hier sind wir verfeindet. Hier sind wir richtig böse Feinde. Oh Gott, ich bin das null gewohnt. Oh mein Gott. Nice, okay, 15 Punkte wieder. Hätte ich das gerade nicht versaut, wäre ich mit dem ersten gleich. Bin erster, glaube ich. Jetzt nicht mehr. Der ist vor mir, das ist das Problem. Punktlandung! Ah, fucking Bullshit! Nicht ganz die Mitte erreicht. Na, den ersten beschwert mir das nicht, aber immerhin. Ah, wäre ich vor dem gelandet, das wäre epic gewesen. Schon wieder zweiter, verflucht. Ich hasse das auch, wie wenig das gibt, ey. Muss ein bisschen mehr an Asche geben. Rang 9! Der Kevin hat gewonnen. Er zieht sich erstmal da was richtig Leckeres rein. Ich habe natürlich wieder 100 verloren. Mann. Oh, der hat sogar 1000 verloren und nie beendet. Das ist gut. Hat ihm nicht gefallen, ja. Hat er wohl für Mist angestellt, ne? Kopf einziehen. Ist ein Rennen. Nehmen wir das. Sind alle für. Die Route 68. So, ich mache nochmal was ganz Einfaches. Obwohl, ich kann es gar nicht. Ich bin aus. Ne, kann ich gar nicht einstellen. Warum? Ich wollte eigentlich mehr einladen noch. Aber das finde ich ein bisschen blöd. Wir haben noch 2 Minuten. Oh, Rebel Radio. Oh, für die Route 68 genau das Richtige. Ja, da kommen noch welche. Und wir nehmen heute mal Punkt zu Punkt GTA. Hatten wir bisher noch nicht. Wird garantiert lame, aber. Ne? Denn wenn man genau zielen kann, ist das schon ziemlich kacke. Für mich zumindest. Ich würde ja gerne mehr einladen von euch, aber ich kann irgendwie nicht. Ich kann die Zeit verlängern. Obwohl. Moment.
kann die Einstellung erstmal bestätigen. Tü-tüm. So, jetzt kann ich's.